Als nächstes haben wir ein moderiertes Gespräch zwischen Karen Taylor von Each One Teach One und Klaus Lederer, unserem Kultursenator. Am besten, ich sehe gerade beide nicht, am besten kommen beide mal nach vorne. Ah. Der Applaus sollte nicht mir gelten, sondern eigentlich dir, Klaus. Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid, schön, dass du hier bist. Vielen, vielen Dank, dass du dir an diesem schönen Sonntag Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Zum einen natürlich über das Konzept zur Erinnerungskultur, das jetzt das Berliner Abgeordnetenhaus glücklicherweise verabschiedet hat. Vielleicht nur kurz vorab, Klaus Lederer hier in Berlin, Senator für Kultur und Europa und ein langer Weggefährte von vielen Organisationen hier in Berlin aus dem Bereich, also schwarzen Organisationen, afrodiasporischen Bereich und natürlich Unterstützerorganisationen, die schon seit über 30 Jahren für eine Dekolonialisierung des Stadtbildes einstehen und kämpfen. Meine Frage direkt dazu, inwieweit ist geplant im Rahmen dieses neuen Erinnerungskonzeptes, das Wissen, die Arbeit, die Expertise der Zivilgesellschaft mit einzubinden? Geht es nur darum, dass von oben herab etwas durchgesetzt wird oder sind wir alle hier, die wir da sind, auch dran beteiligt? Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung und gleich vorweg, also wenn die zivilgesellschaftlichen Organisationen sich nicht engagiert hätten in den vergangenen Jahren und wenn es die Auseinandersetzung um die Frage, was wird eigentlich im Humboldt-Forum von wem wie präsentiert, so nicht gegeben hätte, dann glaube ich, dann wäre der Druck, der Rückenwind für die Etablierung von erinnerungskulturellen Konzepten ziemlich gering. Insofern muss man an der Stelle erstmal sagen, wir haben es 30 Jahre Engagement zivilgesellschaftlicher Organisationen zu verdanken, dass dieses Thema überhaupt in dieser Drastik endlich mal wahrgenommen und auf die Tagesordnung gesetzt worden ist. Und dafür erstmal meinen vielen Dank. Also umgekehrt, ich betrachte euch genauso als Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die mir helfen durch den Druck und durch das immerwährende Finger in die Wunde legen, dass wir überhaupt vorankommen. Jetzt muss man zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist das, was das Abgeordnetenhaus beschlossen hat. Das ist ein Antrag der Koalitionsfraktion, der ist jetzt tatsächlich in der vergangenen Woche durchs Parlament gegangen, der den Senat auffordert, ressortübergreifend stadtpolitisch zu erinnern. Und das bedeutet natürlich, dass es um ganz viele Dinge geht. Es geht beispielsweise in den Einrichtungen der Wissenschaftsverwaltung, zum Beispiel im Botanischen Garten oder im Naturkundemuseum oder in den anatomischen Sammlungen der Charité erstmal darum, überhaupt eine Form der Auseinandersetzung zu forcieren und systematisch zu betreiben mit dem, was an kolonialem Erbe in diesen Sammlungen liegt. Es geht darum, die Frage von Wirtschaftsbeziehungen zu thematisieren, die postkolonial geprägt sind, die bis heute im Grunde auch noch postkoloniale Züge tragen. Deswegen geht es auch darum, dass die Wirtschaftsverwaltung sich engagiert. Wir brauchen die Bildungsverwaltung mit im Boot. Und dann kommt meine Verwaltung, natürlich die Kulturverwaltung. Und die wir im engeren Sinne für Erinnerungskultur zuständig sind, haben jetzt eigentlich schon seit 2 Jahren ganz intensiv mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, mit diasporisch Engagierten, mit Wissenschaft, aber auch mit Institutionen wie dem Stadtmuseum ein Konzept entwickelt, was auf 5 Jahre geplant ist. Das heißt, dass wir versuchen jetzt mit dem nächsten Doppelhaushalt, wir haben auch entsprechende Finanzen im Haushaltsplan für die nächsten 2 Jahre schon mal drin, wir versuchen jetzt ab kommendem Jahr auf 5 Jahre angelegt, die gesamte Stadt erinnerungspolitisch, wenn man so will, zu scannen, Bezirk für Bezirk und versuchen, uns mit Manifestationen kolonialer Erbschaften in der Stadt, im Stadtbild, in den Institutionen auseinanderzusetzen. Und da sind im kommenden Jahr 700.000 Euro vorgesehen, im Jahr darauf dann 1,3 Millionen Euro. Und das wird ohne die Zivilgesellschaft überhaupt nicht funktionieren. Weil es neben dem Stadtmuseum, was engagiert mitarbeitet, dieses Wissen eigentlich aus 30 Jahren Engagement und vor allem diese Perspektive aus 30 Jahren Engagement unbedingt braucht, damit wir so ein Konzept überhaupt auf die Beine stellen können. Denn das kann die Kulturverwaltung ja gar nicht selbst machen, sondern es muss ja in Verbindung mit der Stadtgesellschaft passieren, um diese Thematik ins öffentliche Bewusstsein zu holen.
Und jetzt hast du schon den Weg skizziert, den der Kultursenat schon begangen oder beschritten hat, vor allem auch in Zusammenarbeit mit dem Decolonize-Bündnis, ein Bündnis von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die seit über 30 Jahren zu diesem Thema arbeiten und sich jetzt formiert haben als ein eingetragener Verein und dort auch als gleichberechtigter Partner in diesen Prozess mit involviert sind. Das hast du jetzt für den Kultursenat beschritten und schon gezeichnet, dass für den Haushalt Mittel dort abgestellt worden sind. Ist ersichtlich, dass das in den anderen Senatsverwaltungen natürlich nicht in deiner Zuständigkeit, aber ist ersichtlich, dass in den anderen Senatsverwaltungen das Thema genauso ernst genommen wird? Also wir haben uns gerade mal unterhalten, Silvia ist ja hier, Silvia Werther vom Berliner Entwicklungspolitischen Ratschlag und mal abgeglichen, wie ist gerade aktuell der Sachstand. Das sieht im Bildungsbereich derzeit ganz gut aus. Im Wirtschaftsbereich die Koordinierungsstelle, die wir für das Erinnerung, für das gesamtstädtische Aufarbeitungskonzept gerne installieren wollen. Da sind wir noch nicht ganz so weit. Aber ich verspreche mir einfach durch den Beschluss des Abgeordnetenhauses jetzt auch die Rückenstärkung, dass es in anderen Ressorts auch vorangeht. Denn das bedarf ja auch eines Prozesses in den Verwaltungen. Also auch die Verwaltungen selbst müssen ja den Stellenwert erkennen, müssen dieses Engagement an den Tag legen. Und da glaube ich jetzt einfach mal oder hoffe ich jetzt einfach mal, dass im Rahmen der Haushaltsberatung sich noch das eine oder andere tut und das jetzt nicht verschoben wird auf erst in 2 Jahren. Ne? Aber das ist alles tatsächlich noch ein bisschen offen und wir werden da durchaus auch noch ein bisschen kämpfen müssen. Wir werden auch noch ein bisschen Druck machen müssen. Aber der Beschluss des Abgeordnetenhauses ist eigentlich erstmal eine Wegmarke dafür. Weil du es jetzt gerade nochmal angesprochen hast, die Haushaltsberatungen laufen gerade. Das heißt, jetzt wäre für viele Träger in der Moment, auch bei den anderen Senatsverwaltungen bzw. bei den anderen Bereichen innerhalb des Abgeordnetenhauses drauf zu pochen. Du hast es auch in der Anhörung nochmal zu Protokoll gegeben. Euer Haus hat schon was getan, für die anderen muss noch was abgestellt werden. Das ist eigentlich noch nichts. Es gibt zwar auf dem Papier, es soll damit in diese Richtung gehen, aber finanziell ist da noch nicht viel dahinter bei den anderen Häusern. Nur, dass wir... Also das läuft im Grunde so, der Senat entwickelt einen Haushaltsplan, und zwar Verwaltung für Verwaltung, der wird im Senat beschlossen, dann geht er ans Parlament. Das ist jetzt geschehen und jetzt finden im Parlament die Lesungen statt. Das heißt, jetzt ist, wie es immer so schön heißt, die Sternstunde, die goldene Stunde des Parlaments. Und jetzt muss im Parlament geguckt werden, wo gegebenenfalls auch Dinge noch verändert werden, wo nachgebessert werden muss. Und wir hatten tatsächlich in unserer Haushaltsanmeldung die Ressourcen schon eingeplant im vergangenen Herbst, als wir unsere Haushaltsanmeldung gemacht haben. In den anderen Bereichen ist das zum Teil passiert, zum Teil auch noch nicht passiert. Und da müssen jetzt, da sozusagen sind jetzt die Abgeordneten diejenigen, die letztlich die Entscheidung auch treffen darüber, wie dieser Haushalt aussieht. So viel dann zum organisatorischen Teil und jetzt zum inhaltlichen Teil. Welche Strahlkraft, welche Auswirkung kann so ein Erinnerungskonzept, so ein städtisches Erinnerungskonzept haben? Wir sind jetzt hier beim Straßenumbenennungsfest und immer wieder wird uns von der Zivilgesellschaft gesagt, Straßenumbenennungen liegen in der Verantwortung der Bezirke. Da kann die Stadt, da kann das Land nichts machen. Kann so ein städtisches Konzept Strahlkraft haben in eine überbezirkliche Regelung, dass rassistische Straßennamen nicht gehen in dieser Stadt? Davon gehe ich fest aus. Also man muss sich ja mal vor Augen halten, dass vermutlich auch in allen anderen postkolonialen Nationen, aber auch in Deutschland, der Themenkomplex verdrängt worden ist. Der Jürgen Zimmerer hat von kolonialer Amnesie gesprochen. Er meinte damit, dass es auch überlagert worden ist durch andere Ereignisse der Weltgeschichte, die auch mit, wie beispielsweise die Shoah, als Zivilisationsbruch mit massiven Schrecken verbunden waren und die natürlich die deutsche Gesellschaft dann von 68 fortfolgende in besonderer Weise herausgefordert hat. Und da scheint es mitunter, so Zimmerer, als sei das Unrecht, was andernorts, was an anderen Ecken der Welt durch die Staaten des Nordens verübt worden ist, als sei das völlig in den Hintergrund gerückt. Und man muss ja auch dazu sehen, dass lange Zeit ja tatsächlich ein Blick auf die Welt herrschte, ein durchaus eurozentristisch geprägter Blick auf die Welt herrschte, der sich überhaupt nicht auseinandersetzte mit den Verbindungen, die in einer globalisierten Welt existieren und das nicht erst seit Internet und seit Freihandelsabkommen in den 70er Jahren geschlossen worden sind, sondern eigentlich das letzte halbe Jahrtausend. Also mit Beginn beispielsweise des Sklavenhandels, mit Beginn des Dreieckshandels, mit der Neuordnung der ökonomischen Beziehungen, all diese Dinge sind eigentlich im gesellschaftlichen Bewusstsein kaum präsent. Jetzt benutze ich den Begriff Amnesie nicht so gerne, weil er war ja ein Phänomen ja in gewisser Weise sozialpsychologisiert, wo ja konkret zu beigetragen wurde. Also dass diese Themen nicht mehr präsent sind, hat ja auch Gründe von bewussten
Wegschieben von Bewussten, Überlagern, von Relativieren, von Schönreden. Wir hören heute noch vom Afrika-Beauftragten, dass der Kolonialismus ja auch seine schönen Seiten gehabt hätte. Also solche Dinge sind immer noch auch im politischen Raum massiv präsent. Und wir versprechen uns von einem solchen gesamtstädtischen Erinnerungskonzept, dass wir versuchen, eben nicht nur abstrakt und auf einer moralischen Ebene Anklage zu erheben. Das ist sicherlich notwendig und auch total legitim, sondern wir versuchen uns über die Auseinandersetzung mit ganz konkreten Orten und Geschehnissen und auch mit der Dekontamination des Denkens der hiesigen Gesellschaft. Kolonialismus hat ja nicht nur mit den kolonisierten Gesellschaften was gemacht, sondern hat ja auch in den kolonisierenden Gesellschaften, in den Köpfen massiven Schaden angerichtet und war mit Sicherheit ein großer Katalysator für rassistisches, rechtsdarwinistisches Denken. Und insofern versprechen wir uns davon natürlich einfach auch, wenn man so will, eine Zeitschicht wieder, also wie Archäologen, eine Zeitschicht wieder freizulegen und in die öffentliche Debatte zu bringen, was dann auch dazu führt, dass Debatten um die Frage, kann sich Berlin eigentlich leisten, dass Straßen benannt sind nach Kolonialverbrechern? Dass solche Debatten anders geführt werden, denn man erlebt eine massive Ignoranz, man erlebt derzeit, dass es immer noch so ist, dass zu wenige sich eigentlich engagieren, dass aufgeräumt wird mit diesem Irrsinn. Und was wir eben nicht können, ist, oder was auch überhaupt nichts bringen würde, ist, wenn man jetzt versuchen würde, ohne den Zugriff sozusagen Druck auszuüben, sondern ich möchte eine gesellschaftliche Debatte, die am Ende zur Konsequenz hat, dass so etwas als ächtenswert und als nicht akzeptabel betrachtet wird. Und dann können Mehrheiten in Bezirksparlamenten meines Erachtens auch gar keine anderen Entscheidungen mehr treffen. Ja, das setzt aber voraus, dass es eine gewisse Verbindlichkeit gibt von so einem Konzept, das dort entsteht, an das sich auch die Bezirke halten müssen. Also dieses Konzept, da versuchen wir bezirkliche Institutionen mit einzubeziehen. Mhm. Wir wissen, dass beispielsweise in Tempelhof-Schöneberg eine ziemlich großartige Ausstellung über Kolonialgeschichte in der hiesigen Gesellschaft stattgefunden hat. Wir haben die ganz, ganz interessante Entwicklung in Treptow-Köpenick im dortigen Regionalmuseum erlebt, wo im Grunde nach Kritik aus diasporischen und zivilgesellschaftlichen Communities eine Ausstellung komplett neu gemacht worden ist und die jetzt im Museum selbst sogar als Dauerausstellung existiert. Ich stelle mir vor, dass wenn wir Bezirk für Bezirk uns mit dieser Geschichte auseinandersetzen und wenn wir Bündnispartnerinnen und Bündnispartner vor Ort gewinnen, dass das tatsächlich auch nochmal eine Veränderung in der Debatte erzielt. Also ich kann der Bezirksverordnetenversammlung gar nicht verbindlich vorschreiben, wie sie mit Straßennamen umzugehen hat. Ich will das auch nicht, aber was ich tun kann, ist mit einem solchen Projekt und mit der Unterstützung eines solchen Projekts, und das braucht Verbindlichkeit. Das braucht Verbindlichkeit. Ich glaube aber, da sind wir auch schon an dem Punkt, dazu zu kommen, dass dieses Thema die gesamtgesellschaftliche, die gesamtstädtische Aufmerksamkeit erfährt, die es erzielt. Und dass wir schon mit kleinen Punkten anfangen, zeigt sich ja, wir haben jetzt vor wenigen Wochen in der Wilhelmstraße im quasi kaiserlichen Regierungsviertel die erste Tafel, eine erste Tafel zur Erinnerung an die Berliner Konferenz und die Folgen enthüllt. Vorher gab es dort nur Tafeln, die durch das Engagement von Decolonize Berlin, von ISD, von anderen Beteiligten hier quasi auf zivilgesellschaftlichen Schultern in die Stadt gestellt worden ist. Und wir werden in der kommenden Woche eine Berliner Gedenktafel zur Erinnerung an W.E.B. Du Bois enthüllen. Das sind ja auch so Punkte. Ne? Ich nehme wahr, dass da auch ein Medieninteresse existiert, dass da zunehmend Fragen gestellt werden. Was hat sich eigentlich damals hier abgespielt? Was ist alles verschüttet? Was wissen wir eigentlich überhaupt nicht mehr? Und damit verändert sich auch, glaube ich, die gesellschaftliche Hegemonie. Aber von allein wird da gar nichts passieren. Man muss diesen Druck permanent auf einem hohen Level am Laufen halten. Und wie gesagt, meine Hoffnung ist, dass wir für unser Konzept, allgegenwärtig ist der Arbeitstitel dieses Konzepts, was wir gemeinsam mit den Zivilgesellschaftlichen oder was eigentlich mit, man muss sagen, im Grunde sind die wesentlichen Impulse aus Stadtmuseum und den zivilgesellschaftlichen Initiativen gekommen. Wir haben uns eher als diejenigen, als die Moderation, als die Unterstützer dieser Konzeptentwicklung verstanden. Dass dieses Konzept sozusagen dann über die nächsten 5 Jahre auch noch von der Kulturstiftung des Bundes gegenfinanziert wird. Also wir versuchen auch, das als ein Konzept zu machen, was beispielgebend dafür sein kann, was in anderen deutschen Metropolen passiert. Denn Berlin war als Hauptstadt des Kolonialreichs mit Sicherheit eine besonders wichtige Stadt. Aber man findet diese Spuren, die ja in den tiefen Strukturen der Gesellschaft waren, letztlich in jeder
in jeder Stadt, in jedem Ort in Deutschland. Überall hat es Kolonialwarenläden gegeben. Überall gab es rassistische Stereotypen in der Werbung für Waren und so weiter und so weiter. Und diese Auseinandersetzung braucht eine breite Basis und sie muss von unten entstehen. Und diese breite Basis sind wir, und ich denke, mit deiner Unterstützung werden wir auch in Zukunft nicht unbedingt hier an diesem Platz sitzen und an der Straßenumbenennung fordern, sondern einen geänderten Straßennamen sehen. Daran glaube ich, und ich danke dir nochmal. Ich danke euch allen. Vielen Dank. Schön, dass ihr heute hier seid.